Ciao. Flo. Komm, komm! Komm, komm! Bleib schnell. Ja, die Lämmer, wenn die müde werden, dann sind sie leichter zu handeln. Ne? Das ist ja der Übermut, das ist der schäumende Übermut. Deswegen links, rechts, nach vorne, nach hinten. Und wenn man ein bisschen das Tempo anzieht am Anfang, jetzt nach einer halben Stunde werden die dann schon zahmer, ne? Werden sie müde. Dann fällt ihnen das nicht mehr so ein, aus der Reihe zu tanzen. Ne? Aber die Hunde, die sind ja auch nicht mehr trainiert. Ne? Die liegen 6 Wochen, die haben nur noch 10% von ihrer Leistungsfähigkeit. Ne? Die laufen ja mal 8 Stunden ohne Probleme. Gell? Aber so nach so einer Winterpause und dann gleich so Rad wie heute Morgen, das ist heftig. Aber es wird noch, ich schätze mal, eine Woche oder so dauern, ne? Bis man dann wirklich, bis ich sagen kann, es ist einigermaßen okay. Ne? Dass mehr Ruhe reinkommt. Ne? Geht immer hin und her. Ne? Dann drücken sie dahin, dann drücken sie dahin, drücken sie dahin. Und das wird dann besser. Ne? Das macht auch müde, ne? Die Arbeit. Wenn die Hunde in 3-4 Wochen, ist es nicht mehr so in dem Maß notwendig. Ne? Da sind sie bräver, die Schafe. Da haben die Hunde auch länger Durchhaltevermögen. Ne? Aber mit so einer Herde, also 3 braucht man immer. Ne? Also 3 Hunde sind dabei. Und wir haben Gebiete, da haben wir noch einen Austauschhund oder 2. Da hat man dann 4 oder 5 dabei. Ne? Das ist, anders geht es nicht mehr. Ne? Die Hunde packen das nicht mehr. Okay? Die Bewegung ist zu groß. Ne? Die Hunde halten die Schafe nicht auf einem Fleck. Ne? Das ist, also, das, so ist es nicht. Ne? Sondern es gibt ein Gehüt, das ist das jetzt, was wir hier machen. Und das stellt sich der Schäfer vor. Das ist auch, man sagt ja auch, das ist eine Kunst, ne, das Ganze. Also man spricht von der Kunst des Hütens. Und das dann in die Wege zu leiten, dafür habe ich die Hunde, wie ein Werkzeug. Ne? Also jetzt machen sie sich ab, ne? Jetzt machen sie massiv Druck in die Richtung. Ne? Das ist wie heute Morgen auf dem Acker. Ne? Wenn der Hund jetzt nicht gegenhält, dann irgendwann sind sie weg. Ne? Franzi, Franzi. Evi, alle. Die Herde, die hat 2 Seiten. Das ist meine Seite, das ist die Mannseite. Das ist jetzt hier oder hier. Da vorne die machen sich auch schon wieder ab. Ne? Und dann gibt es eine Außenseite. Ne? Und ein Hund. Die Hunde laufen, einer läuft auf der Mannseite, einer läuft auf der Außenseite. Ne? So, also draußen jetzt, da läuft der Alenabi. Der begrenzt jetzt praktisch das. Aber das ist keine starre Sache hier. Ne? Er hat also nicht keine natürliche Grenze in dem Sinn. Ne? Ja? Also natürliche Grenze wäre jetzt, wenn da ein Weg wäre. Sondern das, was er jetzt macht, ist mehr oder weniger imaginär. Ne? Also ich gebe ihm das vor, ja, und er macht es dann. Wenn ich jetzt will, dass er näher kommt, dann muss ich sagen, mach Druck. Aber
ist bei ihm, er ist jetzt schon so müde, hätte er jetzt Probleme. Ne? Wenn sie richtig drücken würden, würden sie ihn wegdrücken. Ne? Das ist, also da ist er, jeder Hund hat so seine Qualitäten. Ne? Und er ist nicht der härteste. Ne? Das ist ein sehr geschickter Hund, aber so, und der andere Hund guckt hier. Ne? Das sieht bei Tieren, die machen jetzt Druck, wenn ich jetzt hier nicht vorhalte, dann drücken sie ihn hier weg. Und da ist es genauso. Ne? Da geht es jetzt schon los. Die laufen von da hinten durch. Die wissen genau, die sind jetzt weg. Franz! Hey! Hey! Franzi! Die Hunde haben einen geschulten Griff. Ne? Die dürfen nur an, entweder packen sie an der Keule oder im Nacken oder an der Rippe. Ne? Und das sind, also was anderes ist tabu. Ne? Und dann auch die Art, wie sie anpacken. Ne? Der Hund darf das Schaf nicht gleich auf die Seite legen oder so. Obwohl es mal vorkommt, dass eine fällt. Ne? Jetzt geht es da wieder los. Ne? Wenn man das so sieht, die Herde hat so einen lebenden Organismus. Es sind immer die gleichen Schafe, die irgendwo wegdrücken. Es sind immer die gleichen Schafe, die bei mir stehen, ne? Meine Leitkuh. Und dann gibt es welche, die halten sich bedeckt. Und die, die immer aufs Frische drücken, wenn die jetzt da nicht zum Zug kommen, dann laufen die durch und probieren es da. Ne? Schon ein bisschen Spektakel dadurch. Ne? Normalerweise, wenn wir Werktagsreisen haben, die dann noch ihr Gemüse und ihre Blumen draußen stehen. Ne? Aber das haben wir ja heute nicht. Was da ein bisschen schwierig ist, das sind ein paar Schaufenster. Und wenn die nicht beleuchtet sind, dann spiegelt sich das drin. Das ist nicht ungefährlich. Ne? Die Schafe, die sehen sich da drin. Ich habe schon mal gehabt, dass eine Schaufensterscheibe dann einen Bock dabei gehabt hat, reingeguckt. Aha, bumm. Und dann war die Schaufensterscheibe hin. Ne? Wachsen von oben her zu und die sind jetzt zum Teil so schmal, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Ne? Und das sind auch die gefährlichsten Gräben. Ne? Weil wenn ich jetzt so einen breiten Graben habe, hier, wo wir runtergezogen sind, wo man noch gut sieht, das ist ja übersichtlich. Ne? Aber die schmalen Teile, die sieht man selber schlecht und die Schafe nehmen sie auch nicht so wahr, die nehmen die dann nicht mehr ernst. Ne? Und hier auf der Hochfläche geht es darum, jetzt die Sämlinge kurz zu halten, dass sie nicht wieder keimen. Ne? Hier ist ja wieder einer, der hat da gekeimt im Frühjahr und jetzt ist er so groß. Ne? Das ist natürlich für die Schafe ein Klacks. Ne? Ein Hapsen ist er weg. Aber wird man da jetzt nichts machen? Ich sage mal, auf der Fläche sind es Millionen, dann werden die innerhalb von einem Jahr werden die 80, 90 cm groß. Ne? Und dann wird es wieder schwierig. Ne? Weil da drin ist Birkenwald, da fliegen ja Samen rein ohne Ende. Ne? Ist nichts mehr wert. Wir kriegen fürs Kilo 5 Cent. Ja. Scheren kostet summa summarum mit allen Nebenkosten, sage ich mal, 2,50. Da kann man sich ausrechnen, so ein Schaf hat vielleicht 2 Kilo, maximal sind 10 Cent und dagegen stehen 2,50 Schurkosten. Aber man muss es machen. Ne. Die Wolle muss weg, wenn es richtig warm wird und dann fressen die Schafe ja nicht mehr, ne, wenn sie so einen dicken Panzer haben, ne, und schwitzen und so.